Okay, wir haben vielleicht die größten, wichtigsten, tollsten, spannendsten Neuigkeiten in Bezug auf die Zukunft dieses Piraten seiner Powerplays zu verkünden. War das groß genug, Friedemann? Das waren absolut berechtigte Superlative, großer Trommelwirbel, große Freude auf allen Seiten. Es wird in Zukunft mehr Piratensender Powerplay geben in dieser Welt und für euch und für uns. Und wir freuen uns krass darüber. Und wir nennen es Piratensender Powerplay Plus. Für den Piratensender Powerplay als solches verändert sich nichts. Friedemann hat es schon gesagt, es kommt nur was dazu. Wir erweitern unser Angebot und bieten auf allen verfügbaren Plattformen die Möglichkeiten, weitere Folgen Piratensender Powerplay abzurufen gegen einen kleinen Obolus. Das Besondere an den Folgen ist, es sind Solo-Folgen, also entweder einmal nur mit mir oder nur mit Friedemann, aber mit 800% Piratensender Powerplay. Absolut. Wir stellen beim Aufnehmen jeweils ein Bild vom anderen, der anderen neben dem Laptop. Dann gilt es. Diese Plus-Folgen sind ein bisschen kürzer als die reguläre Episode und kommen immer Anfang der Woche, sozusagen als Gegengewicht. Und wenn Samira sagt, sie gibt es auf allen Plattformen, dann bedeutet das neben den üblichen wie Spotify und Apple, wenn ihr da nicht seid oder dort nicht diese Folgen hören wollt, dann könnt ihr das auch machen bei Steady oder Patreon. Und wenn wir das so aufzählen, dann merkt ihr natürlich schon, Piratensender Powerplay Plus ist ein Bezahlformat. Das heißt, ihr könnt da Abos abschließen. Es gibt erstens ein intelligentes Pricing, von dem wir hoffen, dass es euch entgegenkommt und jeder so seine Option findet. Und zweitens gibt es natürlich eine Phase, in der ihr diese neuen Plus-Folgen einfach so kostenlos mal anhören könnt, in denen ihr uns dann sagen könnt, ob ihr es gut findet, was wir da zusätzlich machen. Also es ist je nach Plattform unterschiedlich. Ihr merkt schon, ich verhaspel mich jetzt gleich. Es bedeutet aber, wir bieten diese Piratensender Powerplay Plus-Folgen so an, dass ihr erstmal reinhören könnt und euch dann entscheiden könnt, ob ihr uns Geld dafür geben wollt. Sagen wir, wie es ist. Genau, das war uns wichtig. Und wichtig war uns auch, dass wir unbedingt den Piratensender Powerplay selbst noch kostenfrei zur Verfügung stellen wollten, weil es unser beider, nehm dich da jetzt mit mal rein, Friedemann, wichtigster Termin in der Woche ist. Wir machen das seit über 2 Jahren jetzt und würden einfach gerne noch mehr Zeit investieren können, noch mehr Liebe, noch mehr Gedanken reinbringen können. Und das ist für uns eine Möglichkeit. Und deswegen haben wir beschlossen, dass wir die Inhalte, die vielleicht in der großen regulären Freitagsepisode keinen Platz mehr finden, soll ja manchmal vorkommen, weitere Diskussionen, die sich daraus ergeben und persönliche Betrachtungen, dass wir die eben in die Plus-Episoden gießen. Und das kann vieles sein, ist aber natürlich immer Piratensender Powerplay. Wir stellen uns zum Beispiel vor, dass wir besonders interessante Bücher, die wir erwähnen in der regulären Episode, da nochmal rezensieren, dass wir vielleicht ganze Medienmenüs geben, was wir zu einem Thema oder in einer Zeit gerade so konsumieren und ausführlich dazu sprechen, dass wir gewisse Nischenthemen nochmal genauer beleuchten, Thesen und Theorien, die wir angeführt haben in der regulären Episode, da nochmal genauer erklären, dass wir über den Tellerrand schauen, dass wir vielleicht auch mal Persönlichkeiten, die gerade wichtig sind, genauer porträtieren oder die immer wieder auftauchen, sodass man besseres Hintergrundwissen hat. Und dass einfach Themen, die in einer sehr reichen Woche keinen Platz finden, freitags wir dann anfangs der Woche dann wenigstens einzeln nochmal besprechen und zu euch bringen können. Die Links zu allen Kanälen und allen Plattformen, wo wir verfügbar sein werden, findet ihr in der Episodenbeschreibung dieses Trailers. Vielen Dank fürs Zuhören und wir würden uns enorm freuen, wenn ihr uns wissen lasst, wenn ihr mal was gehört habt davon, wie ihr das findet, was wir ändern können. Und danke für eure Treue. Danke, dass ihr uns seit Beginn der Pandemie zuhört, jede Woche lauscht, uns Feedback gebt. Und wir hoffen, dass ihr an den neuen Mehrinhalten auch genauso viel Freude findet wie am regulären Piratensender Powerplay Podcast.